Herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute schauen wir uns deine Illusion an. In welcher Welt lebst du eigentlich? Zu diesem Video wie immer bei mir eine Extended Version. Den Link dazu findest du hier unterhalb dieses Videos in der Infobox. Drück drauf, du wirst automatisch weitergeleitet. Ja, Illusion, hatte ich bereits ein Short gemacht, ist Projektion. Projektion bedeutet etwas projizieren, aber gleichermaßen den Fokus auf etwas halten, gerichtet halten. Wie ihr alle wisst, es gibt die Parallelwelten unendlich viele, unzählige, und es gibt unzählige Illusionen. Die größte Illusion ist das, was du von dir selbst denkst. Die größte Illusion ist dein Leben. Wow, welch Worte. Ja, so ist es. Wir sind alle Suchende. Das, was wir suchen, im Endeffekt suchen wir alle das Gleiche, doch nur die wenigsten sind sich dessen bewusst. Gut, beginnen wir. Die Illusion beginnt schon dann, wenn du auf diese Welt kommst, wenn du in diese Welt hinein geboren wirst. Du, ein Sternwesen, mit Vergesslichkeit gekrönt, bekommst erst einmal alles übergestülpt und auf dich projiziert von deinen Eltern. Selbstverständlich, Eltern mit ihrer Liebe, ihren eigenen Glaubenssätzen, Überzeugungen, aber vor allem ihren eigenen Projektionen. Wie viele dieser illusorischen Projektionen lebst du heute noch, die dir mitgegeben worden sind? Mehr als du denkst. Jeder sagt sich, ich mache es besser, ich mache es anders als meine Eltern. Und doch ertappt man sich immer wieder, dass man es genau gleich macht. Doch es geht hier nicht um Eltern. Es ist ein Beispiel, damit dir bewusst wird. Sagen wir es einmal so. Das gesellschaftliche Hamsterrad wird auf dich projiziert, auf das du gut darin leben kannst. Doch dieses Hamsterrad ist ja den wenigsten bewusst. Gar, dass es ein Hamsterrad gibt und gar, dass ein jeder darin rennt. Es gibt so viel mehr, wieder unzähliges mehr, als das, was wir uns mit unserem menschlichen Verstand vorstellen können. Sei dir bewusst, du hast zwei Beine, mit denen kannst du überall hinlaufen, überall hingehen. Selbstverständlich, wenn dir es die Mühe wert ist. Wer keine Beine hat aus gesundheitlichen Gründen, hat einen Rollstuhl bekommen oder ein anderes Vehikel. Du hast zwei Arme, zwei Hände im Bestfall, mit denen kannst du kreieren. Energie kann hinausfließen. Durch deine Füße kannst du den Erdboden berühren, dich erden. Dein Herz, es schlägt durch den Gottesfunken.
von deinem Zuhause. Das Gehirn, dein Verstand, alles möglich, sofern du es dir erlaubst. In welcher Gedankenschleife befindest du dich? Was erlaubst du dir zu denken? Fällt dir überhaupt auf, was du denkst? Durch deinen Verstand kannst du dir alles vorstellen, wenn du es dir erlaubst. Und durch diese Vorstellung hast du das Geschenk mitgebracht, manifestieren zu können. Doch wir geben uns damit ab, im Hamsterrad im Kreis zu rennen. Und diese Illusionen da wurden uns auch die Grenzen mitgegeben. Dem einen mehr, dem anderen weniger. Selbstverständlich. Es werden jetzt hier nur die wichtigsten, wirklich wichtigsten Stichpunkte angesprochen, denn ansonsten könnten wir hier wahrscheinlich bis übermorgen reden und es würde nicht ausreichen. Und wer mich kennt, weiß, ich kaue nicht vor. Es liegt schon an dir, die Hausaufgaben zu machen. Von uns bekommst du Inputs. Doch die Hausaufgaben machst du schön selber. Gut. Darum auch gerade die Serie geht nicht, gibt's nicht. Auf dass du dir Gedanken machst, dir bewusst wirst, wo gerade die einschneidende Grenze ist, an der du stehst. Alles ist möglich. Nicht nur das Denkbare und Vorstellbare, sondern auch das Unvorstellbare ist möglich. Kommt immer darauf an, wie viel du dir erlaubst. Der Opal zum Beispiel, in all seinen in sich beinhalteten wunderbaren Farben, die schillern und leuchten, wie die Farben im Kosmos, die wir ab und an als Regenbogen sehen. Der Opal sehen als Zauberstein an. Er möchte dich daran erinnern dürfen, welch zauberhaftes Wesen du bist. Zurück. Die Illusion, in der du lebst. Wisse, dass du bestimmst, welche Illusion du lebst. Du sagst Bullshit. Ich bin in diese Situation hineingeboren worden. Ja, damit du erkennst. Es ist deine Aufgabe zu erkennen. Es ist deine Aufgabe, dorthin zu kommen, wo wir alle hinwollen. Und es ist deine Aufgabe, dich rauszuholen aus deiner Illusion. Wir machen weiter im Extended. Es wird spannend. Wir freuen uns auf dich. Ciao.